Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Wonders 3, dem Fantasy-Rundenstrategiespiel. Wir haben in der letzten Folge unsere neue Siedlung zurückerobert mit Larissas Armee ohne einen einzigen Verlust. Und unsere Siedler Calmwood. Was ist das für ein Name? Naja, wir können die Stadt neu umbenennen und ich denke, da Larissa ihre Kampfkraft erneut unter Beweis gestellt hat, nennen wir sie um zu ihren Ehren und zwar nennen wir sie... Moment, ich muss erstmal richtig gehen, dass ich Larissas Namen richtig schreibe. Larissa. Larry ist S-A. S-S-A. Larissa. Larissas Triumph. Schön, dass wir eine solch kurze Zeichenbegrenzung haben. Dann nehmen wir die Stadt einfach Larissa. Und wir können eigentlich gleich fortfahren und hier diese Ogre mit diesen Goblin-Berserker austreiben. Aber wir brauchen eigentlich mehr Goldeinkünfte, um unsere Armeen zu finanzieren. Deswegen kümmern wir uns erstmal um diese Spinnen hier. Und das wird ein manueller Kampf wieder werden. Gut, das sollte eigentlich relativ einfach zu besiegen sein. Die Spinnen haben übrigens die Eigenschaften, dass sie Gegner einspinnen können. Damit sind sie dann... Wie lange Unbewegungs... Zwei Runden lang können sie keine Aktionen wie Bewegung, Angriff oder Gegenschläge ausführen. Und es hat eine Abklingzeit von einer Runde. So, bringen wir erstmal unsere Kanone in Position, damit sie ordentlich schießen kann. Schade, die sind so aufgestellt, dass ich nur eine Einheit treffen kann. Vielleicht erledigen wir die Spinnen damit. Nein, leider nicht. Das muss dann Larissa machen. Das war's mit den feindlichen Spinnen. Ihr da werdet wieder nachladen. Und ich denke, das sind auch Ingenieure. Ziehen erstmal unsere Musketiere hier hin. Da haben wir einen schlechten Schuss, aber da haben wir einen guten Schuss auf die Plünderer. Dementsprechend werden wir sie jetzt malträtieren. Auch unsere letzte verbleibende Einheit wird hier draufballern. Hoffentlich wird sie überleben. Denn sie würde bald dann aufsteigen. Wir können leider nichts weiter zaubern. Und müssen hier in den Verteidigungsmodus gehen und gucken, hoffen, dass unsere einzige Einheit überleben wird. Aber die KI ist relativ schlau und sie macht genau das, was ich mir gedacht habe. Sie erledigt meine Einheit. Die Spinnen greifen mich in der Flanke an. Die hier müssen erstmal nachladen. Gut, dann machen wir Folgendes. Die Kanone ziehe ich erstmal hier hin. Und sie wird wieder auf die Goblins feuern und sie damit erledigen. Dann bewege ich mich hierhin mit meinen Menschentechnikern und werde die Spinnen mit den Büchsen, den Donnerbüchsen angreifen. Rechts und links kriegen die zwei Hiebe ab. Und das war's mit den Spinnen. Wir haben den Kampf gewonnen. Siegreich, erneut. Sehr gut. Bekommen 47 Gold dazu. Und ich denke, in der nächsten Runde werden wir uns dann den Ogern widmen. Aber erstmal, was können wir hier in dieser Stadt tun? Wir werden erstmal eine Halle der Baumeister bauen und danach ein Lagerhaus. Wir sollten dementsprechend genügend Gold dann haben. Kann Edward Portschmied noch ziehen? Nein. Also, Setius soll weiter Waren produzieren. Das ist in Ordnung.
Hier haben wir wieder etwas abgeschlossen. Die Drohne kann sich bewegen. Das ist gut. Und ich denke, damit können wir die gesamte Runde beenden. Ja, ich möchte die Runde beenden. Edward Portschmied wurde befördert und wir können neue Fähigkeiten für ihn lernen. Ich denke mal, nee, hier diese Karte, man sieht hier, sie hat nur eine Oberfläche. Tunnelbau wird daher uns erstmal nichts bringen. Zauberjäger, alle Einheiten in der Armee erhalten plus 1 Resistenz gegen Magie und beschworene Vernichter, wodurch sie plus 3 Schaden bei beschworenen Einheiten verursachen. Feuerschutz und funktioniert nur, wenn die Armee anführt. Blitzableiterbanner, Blitzschutz. Verbessere Sichtweite. Ich glaube, wir werden die Grundstatistiken unseres Heldens noch erhöhen. Wir geben ihnen Fernkampfstärke, mehr Trefferpunkte und mehr Nahkampfstärke. Verbesserung wählen. Und wir ziehen natürlich mit meiner Einheit hier hoch und werden uns dann hier mit diesen Langschwertkämpfern noch verstärken. Unser Scout scoutet auch weiter. Und Larissa wird sich jetzt um die Oger kümmern. Manueller Kampf. Erledigen wir sie. Ja. Gut, fangen wir an. Wir haben hier Goblin Berserker. Und können wir es schaffen, sie in einer Linie mit den Ogern zu bekommen? Nein. Ich denke, da wir hier Nachladefuzzis haben, Nachladefuzzis auch schön, werde ich erstmal das Geschütz hier hinstellen und die Kanone abfeuern. 18 bis 26. Schaden. Und natürlich auch die Donnerbüchsen. Feuern wir ab. Machen nochmal ein bisschen Schaden. Larissa, kommst du auch noch an? Ja. Ich will diese Goblins weghaben, bevor sie irgendwie meinen Einheiten großartig schaden können. So, damit erledigen wir sie. Und euch ziehe ich mal hier hin. Und ihr geht in Verteidigungshaltung. Das macht der Gegner. Ja, sie greifen genau den an, wo ich es wollte. Die Oger sind bösartig. Natürlich kann ich jetzt meine Kanone nicht abfeuern. Aber erstmal die Donnerbüchse, die schön Schaden anrichten wird. Die können eh nicht angreifen. Die Einheit wird zurückschlagen. Larissa. Du könntest die Goblins schon mal besiegen. Oh, sie hat auch kritische Treffer. Und erledigt sie mit einigen Schüssen. Ihr Jungs geht hier hin. So, jetzt müssen wir zaubern und zwar zaubern wir einen Feuerball auf den Oger und haben ihn fast erledigt. Und wenn wir jetzt 9 Schaden machen, müsste der Oger fallen. Ja, sehr schön. Und unsere Musketiere sind nochmal einen Rang aufgestiegen. Das war große Klasse. Und wir haben erstmal die Umgebung um unsere Stadt herum gesichert. Und Larissa kann sich erstmal mit ihren Einheiten in der Stadt ausruhen. Und wir müssen ein neues Talent erforschen.
Ja, die Musketiere produzieren. Das ist doch etwas, was wir gut gebrauchen können. Die machen sehr viel Schaden und wir können Larissa verbessern. Und Larissa als Magierin sollte, oder Zauberin, sollte mehr Zauberpunkte bekommen. Und das geben wir ihr auch. So. Wir haben Bogenschützen hergestellt. Und da haben noch einige Bogenschützen in der Queue. Und die werden auch weiter. Ja, die müssten eigentlich ausreichen, um diese Stadt zu sichern. Zur Not können wir sie später hinzuziehen. Seht ihr, es produziert weiterhin Waren. Das will ich ja auch. Also beenden wir diese Runde. Und ein neuer Tag bricht an in Age of Wonders 3. Da bewegt sich eine Armee. Das gefällt mir nicht. Unser Scout wird gucken, was das für eine Armee sein wird. Wo sie sich vor allem hinbewegt hat. Ja, das sind Gauner, das sind, ja, Banditen. In unserem Reich, wir dulden keine Banditen. Die werden wir uns bald annehmen. Und wir haben hier ein unabhängiges Gebiet, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Müssen wir erkunden. Aber erstmal kümmern wir uns um diese ekelhaften Banditen. In unserem Reich gibt es keine Banditen. Manueller Kampf. Da sind wir auf dem Schlachtfeld erneut. Kämpfen gegen gemeine Hunde, dreckige Banditen. Und sie feuern natürlich auf mein stark gepanzertes Geschütz und richten dadurch keinen Schaden an. Gut, sie sind so positioniert, dass ich eigentlich großartig keinen tollen Schaden machen kann. Ich rücke ein Feld vor, um den Maximalschaden zu bekommen durch den direkten Schuss. Bam! Ihr Jungs sorgt dafür, dass wir nachladen. Unsere Musketiere rücken eins vor. Rücken noch eins vor. Noch eins. Komm, mach sie weg. 32 sind fast tot. Ich werde jetzt Larissa vorziehen und mit ihren Blitzen in den Schockbolzen erledigt sie sie. Und unser Edward wird natürlich auch nicht untätig sein und einen Feuerball herabregnen lassen, der sich um diese Einheit kümmert. So, jetzt haben wir noch diese Ingenieure, die ziehen wir hier hin und die werden jetzt erstmal großartig nichts machen. Oder können sie irgendetwas treffen? Nein. Gut. Dann in Verteidigungshaltung mit euch. Und wir wenden uns hinzu. Ja, das haben diese dreckigen Banditen davon, dass sie sich mit in unser Reich eintreten. Und meine Kanone wird ihnen jetzt fast den Rest geben. Und Larissa wird sie mit den Schocksbolzen endgültig erledigen. Und sie hat wieder einen kritischen Treffer. Und erledigt sie. Sehr schön. Und damit sind wir wieder auf der Überlandkarte. Und wir kehren zurück in unsere Stadt. Wir brauchen unbedingt neue Einheiten. Und am besten auch mal ein paar Nahkampfeinheiten. Diese könnten wir hier herstellen und wir bauen mal zwei Truppen. Ah, wir haben die Stadt noch nicht übernommen. Aber es wird bald der Fall sein. Produktion natürlich weiterhin Waren produzieren, bitte seht ihr es. Und wir haben jetzt diese Stadt übernommen und sie müsste jetzt Langschwertkämpfer herstellen können. Und Edward kommt natürlich auch gen Westen. Gen Osten. Und wird Larissas Armee unterstützen. Wir haben uns schon ein schönes kleines Reich hier aufgebaut. Und das werden wir auch natürlich weiter machen. Unser Reich weiter vergrößern.
gut. Was können wir großartig machen? Unseren Scout vorschicken. Wir wollen ja wissen, was sich hinter diesen Grenzen verbirgt. Und die Behausungs-Donord hat eine Mission für mich. Aha. Grüße. Oh, Edward Porchmeat. Euren Besuch. Euer Besuch ehrt uns. Erzählt mir mal was über eure Aufgabe. Die Burg der Frostriesen einnehmen. Unsere ehemaligen Brüder, die Frostriesen, sind einem Kult anheimgefallen. Sie haben den alten Blutbund zwischen uns entehrt und kämpfen, ohne es zu wissen, für dunkle Götter. Wir haben versucht, es ihnen zu erklären, aber sie haben uns angegriffen. Ihr findet sie nördlich von hier. Haltet sie auf und wir werden uns eurem Kampf gegen den Kult anschließen. Klingt gut. Riesen auf unserer Seite zu haben, ist bestimmt nichts Falsches. Dementsprechend kann ich meine Drohne nach Norden schicken. Und wir haben auch das Banditenlager gefunden. Darum müssen wir uns auch bald kümmern. Weil sonst haben wir weiterhin ein Problem mit diesen elendigen Banditen. Hier ploppt es auch gleich auf, das Banditenversteck. Dieses Versteck ist die Zuflucht aller, all der Gauner und Assassinen, die sich in der Gegend herumtreiben. Gut, darum werden wir uns auch kümmern. Okay, das sind nochmal Informationen. Sie haben mit uns Frieden geschlossen, das ist auch gut. Hier haben wir Bogenschützen produziert. Hier ist das die Baumeisterei fertig geworden, der Baumeister. Das Reich haben wir übernommen. Und Sethias will natürlich wieder eine Aufgabe haben. Und wir geben Sethias mir jetzt eine andere Aufgabe. Ich will, dass die Stadt wächst. Das ist in 3 Runden zu weit, aber ich möchte, dass das schneller geschieht. Also produzieren wir doch mal für 2 Runden Häuser. Das sollte das Ganze beschleunigen. Und meine Armee will Befehle haben. Der Befehl lautet, bleibt hier und hart aus. Und Tarok ist zu einer kleinen Stadt herangewachsen. Hier haben wir unsere ersten Schwertkämpfer produziert. Und hier einen weiteren Bogenschützentrupp. Dann können wir hier einen Schrein bauen. Ich glaube, das wäre klug, ja. Dadurch erhalten wir Menschenpriester und können Mana erzeugen, falls wir das benötigen. Aber ich weiß noch aus dem alten Age of Wonders, dass es so ist, dass man eigentlich immer einen Überschuss an Mana hat. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, aber dann im späteren Spielverlauf hat man eigentlich so viel Mana, dass man eigentlich nie Mana produzieren muss. Hoffentlich balancen sie da etwas. Aber was mir ganz noch besser gefällt, ist der Schießplatz. Der sorgt nämlich dafür, dass unsere Einheiten mit dem Soldatenrang steigen, starten. Und dadurch haben sie erstmal mehr Schlagkraft und halten auch ein bisschen mehr auf. Und es kostet nur eine Runde, das zu produzieren. Genauso wie die Arena. Außerdem ist es relativ günstig mit 50 Goldstücke. Das leisten wir uns erstmal für diese Stadt. Dadurch haben wir dann bessere Truppen, wenn wir sie wenn wir sie produzieren. Und wir ziehen unsere Drohne mal weiter vor. Und hier haben wir eine Festung, die völlig unbewacht ist. Eine komplette unbewachte Garnison. Edward Porchmeat, du weißt, was zu tun ist. Diese nimmst du ein. Larissa wird sich schon um die Banditen, die sich in unserer Nähe versteckt halten, kümmern. Und hier haben wir auch einen Kartografen. Und dieser deckt einen Teil der strategischen Karte auf. Diese Armee benötigt uns einen Befehl. Ihr harrt hier aus, bis ich euch was anderes sage. Seht ihr, es ist zu einer Stadt herangewachsen. Sehr gut. Mehr Gold für unsere Armee. Und auch hier werden wir den Schießplatz und die Arena erstmal machen. Und danach brauchen wir die Gießerei des Technokraten, damit wir Technokraten-spezifische Einheiten herstellen können. Und diese Nahkämpfer werden zur Larissa aufschließen. Und wir nehmen jetzt hier noch mit Edward Porchmeat diese unbewachte Festung ein. Und decken mit unserem Scout hier die Karte auf. Und was wir dadurch finden, ist eine kleine Seestadt.
Und diese werden wir hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Age of Wonders 3 erobern. Bis dann.